So, meine Damen und Herren, der Zaubergong ist erklungen und das heißt also, wir beginnen mit der ersten nachmittäglichen Fachsession. Zweiter Block heißt es hier und Sie sind richtig, wenn Sie hier unter Punkt 5 nachschauen, KI und Informationssicherheit. Wir haben also drei Themen, die von kompetenten Referentinnen und Referentinnen abgehandelt werden, die Sie erwarten und Sie sind auch zu Fragen zu jedem dieser Themen aufgefordert nach dem jeweiligen Vortrag. Also aufgefordert, Sie müssen natürlich nicht, aber es wäre spannend, wenn Sie dazu beitragen können. Und ich will nicht allzu viel an Vorrede verlieren und gleich die entsprechenden Themen starten bzw. ankündigen. Auch hier noch der Hinweis, dass Sie ja in dieser Web-Applikation der Beschaffungskonferenz unter anderem die Programme der Fachsessions sich anschauen können. Und dort sind dann auch jeweils die Kurzbeschriebe der Dozierenden, der Referenten, der Speakers, wie es auf Neudeutsch heißt, enthalten, sodass ich also hier auch die entsprechende Vorstellung sehr kurz gestalten kann. Sie können also direkt nachschauen. Damit würde ich ganz gerne, wenn ich das hier auseinanderhalten kann, hier die erste vorgesehene Präsentation starten. Ein kleiner Angstmoment und da ist sie zur IT-Beschaffungskonferenz mit dem schönen Titel Ich bin so jung und ich muss noch lernen und es wird gehen um den Einsatz künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor und der Referent, der das jetzt gleich vorstellen wird, ist der Sven Kohlmeier. Er ist der Fachanwalt für IT-Recht bei Wiki Partners und ich würde sagen, wir sind gespannt. Ich auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Herr Meyer, für die freundliche Einführung. Ich freue mich, dass Sie nach dem Mittagessen zu uns gefunden haben, zu diesem spannenden Thema. Sie sehen auf meiner ersten Präsentationsfolie, dass ich offenbare, dass ein Teil dieser Folien mit KI-Systemen geschaffen wurde. Nicht alles, was Sie hier sehen, ist selbst gemacht. Das Bild zum Beispiel ist durch ein KI-System erschaffen worden. Dankenswerterweise bin ich bereits vorgestellt worden und als Einführung habe ich einige Zeitungsartikel, die uns entweder in den letzten Wochen und Monaten aufgeschreckt haben oder jedenfalls die IT-Affinen von uns sehr erfreut haben. Was passiert, wenn ein Anwalt in einem Gerichtssaal zum Beispiel KI-Systeme nutzt? Da hat das KI-System sich einfach Entscheidungen ausgedacht. Kann man durch KI seinen Job verlieren? Wie soll künstliche Intelligenz reguliert werden? Und künstliche Intelligenz in der Verwaltung, was passiert da eigentlich? Was sind KI-Systeme und ChatGPT-Systeme, die es derzeit verfügbar gibt? Zum einen die große Welle wurde letztendlich gemacht, als OpenAI ein GPT-Bot auf den Markt gebracht hat, zusammen mit Microsoft. ChatGPT, das als KI-Systeme sind schon viel älter, die aber zum ersten Mal tatsächlich einen Anwendungsfall hatten und intelligent arbeiten konnte. Das Alternativprodukt oder Konkurrenzprodukt von Google lautet Bard. ChatGPT in einer Version 3.5 können Sie sich ausprobieren, können Sie selber testen. Daneben gibt es auf Grundlage von KI-Algorithmen diverse KI-Tools, mit denen können Sie PowerPoints zum Beispiel erstellen, mit denen können Sie Bilder erstellen, mit denen können Sie Musik aus Musikstücken erstellen, also alle möglichen Anwendungsfälle, die man sich vorstellen kann. Und der Vorteil von diesen KI-Tools ist natürlich, dass man repetitive Aufgaben sehr schnell erledigen kann, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel natürlich eine Chance. Hier eine Übersicht von möglichen KI-Tools, die es gibt. Jeden Tag kommen tausende neue Produkte auf den Markt. Ich selbst verliere den Überblick darüber und es wird sich letztendlich zeigen, wer sich da am Ende durchsetzt.
welche Anwendungsfälle und Anwendungsbeispiele gibt es für KI-Tools in der öffentlichen Verwaltung? Zum einen natürlich im Hinblick auf juristische Abklärungen. Da sind können KI-Tools eine große Hilfe sein, insbesondere wenn man zum Beispiel Gerichtsentscheidungen oder bereits publizierte Gerichtsentscheidungen durchschauen möchte oder abgleichen möchte. Weiterhin natürlich die reine Erstellung von Entscheiden und Stellungnahmen. Die KI-Tools, diese textgenerierten KI-Tools, sind hervorragend mittlerweile in der Lage, Verträge zu machen, Bescheide zu erstellen, Entscheide zu erstellen und da eine Grundlage dafür zu bieten, dass man so eine repetitiven, immer wiederholenden Aufgaben nicht selber machen muss. Und last but not least im Bereich Cybersicherheit, zum einen natürlich im Bereich Cyberkriminalität. Wenn Sie an Beispiele denken, ich habe es abgekürzt, damit es nirgendwo auftaucht, KIPP, Kinderpornografie, muss sich kein Mensch mehr angucken zukünftig, kann zukünftig von einer KI gemacht werden. Aber natürlich können KI-Systeme auch eingesetzt werden im Bereich von Abwehr von Cyberangriffen. Es gibt selbstverständlich Beispiele von KI, auch in der Schweiz, einmal aus St. Gallen und einmal aus Zürich. Da gibt es von dem Handelsregister in St. Gallen einen netten Chatbot auf der Seite, den können Sie befragen. Und den habe ich auch tatsächlich, wie Sie sehen, befragt und ihn gefragt, warum er ist. Und er sagte, es tut mir leid, dass ich Ihre Erwartung noch nicht erfülle. Ich bin jung und muss noch sehr viel lernen. Und das zweite Beispiel aus Zürich, wo ich herkomme, und zwar im Migrationsamt des Kantons Zürich, wird ein Chatbot eingesetzt, um immer wiederkehrende Fragen von Personen zu beantworten. Die Vorteile von KI sind ganz klar. Zum einen Zeit- und Kostenersparnis, weil man Prozesse automatisieren kann, die repetitive Aufgaben erfüllen. Es kann eine bessere Entscheidungsfindung geben, insbesondere für die Verwaltung. Kein Mensch kann sich alle möglichen Gerichtsentscheidungen merken oder hat diese Gerichtsentscheidungen im Kopf. Da ist natürlich KI eine hervorragende Hilfe und eine hervorragende Unterstützung, wenn man zum Beispiel Stellungnahme oder Entscheide fertigt, dass die dann automatisiert bisherige Gerichtsentscheidungen durchsuchen können und auf Grundlage dieser Gerichtsentscheidungen dann zum Beispiel auch Entscheide ausfertigen können. Und letztendlich natürlich eine erhöhte Effizienz. Wir haben es im Vorgespräch schon diskutiert. Es ist heutzutage relativ schwierig, sich alle Dinge zu merken, die so auf dem Markt sind oder diese Datenflut, die auf dem Markt ist. Da sind natürlich Computer und KI-Systeme viel besser geeignet, um die entsprechend zu filtern und entsprechend dann aufzubereiten. Auf der anderen Seite die Risiken und Herausforderungen von KI. KI-Systeme sind sogenannte People-Pleaser. Die versuchen Ihnen eine Antwort zu geben, die Ihnen gefällt und die Sie glücklich macht. Die Antwort, das war das Beispiel mit dem Rechtsanwalt, die muss nicht immer stimmen. Die Antwort kann auch falsch sein. KI-Systeme sind eine Herausforderung für Daten- und Informationssicherheitssysteme. Ich glaube, der Kollege Rosenthal, den habe ich mit reinkommen sehen, der wird höchstwahrscheinlich demnächst dann seine Datenschutzthemen über KI-Systeme entsprechend abhandeln und uns mitteilen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Wenn man es per Cloud überschickt, kann man es auch mit KI-Systemen machen. Aber natürlich stellen sich damit erhebliche Datensicherheitsproblematiken oder Fragen, weil die KI-Systeme entsprechend trainiert werden müssen. Und um die zu trainieren, brauchen die möglichst viele Daten. Und letztendlich kann natürlich KI-Systeme auch ein Vertrauen in staatliche Institutionen gefährden. Wir alle kennen gesellschaftliche Diskussionen auf unserer Welt, wie sie in Amerika stattfinden, wie sie auch in Europa stattfinden. Wenn zukünftig öffentliche Verwaltung KI-Systeme einsetzt, können durchaus Skeptiker von demokratischen Systemen oder von Systemen auf die Frage stellen, wozu es eigentlich noch eine öffentliche Verwaltung und Menschen braucht, wenn eigentlich der Computer Entscheidungen treffen kann. Wie beschafft man KI-Systeme in der öffentlichen Verwaltung? Das ist tatsächlich erstmal gar keine große Raketenwissenschaft, so wie man andere IT-Systeme ebenfalls beschafft. Die öffentliche Verwaltung darf selbstverständlich auch im Rahmen der Bedarfsverwaltung KI-Systeme beschaffen. Da hätte ich rechtlich jetzt überhaupt keine Bedenken. Das Verfahren für die KI-Beschaffung ergibt sich aus dem Beschaffungs- und Vergaberecht, auch insofern keine besonderen Anforderungen. Und die Grenzen sind natürlich, dass der Staat bei der Auslagerung von Tätigkeiten weniger frei ist als privatwirtschaftliche Unternehmungen und da an die Gesetze gebunden ist und die Grundrechte entsprechend einzuhalten muss. Also die reine Beschaffung eines KI-Systems ist erstmal keine juristische Herausforderung.
Aber es stellen sich, und zwar im Vorfeld von Beschaffung von KI-Systemen, juristische Fragen und Herausforderungen, die ich Ihnen kurz darstellen möchte. Und ich habe nicht auf alle Fragen Antworten, sondern ein Teil davon wird möglicherweise auch zur Diskussion und zum Nachdenken anregen. Zum einen hat man bei KI-Systemen, wie bereits angesprochen, die Herausforderung des Datenschutzes. Die erste Frage ist natürlich, da wird Nicole sicherlich möglicherweise später auch noch mal was dazu sagen können, welches Recht, Datenschutzrecht findet eigentlich Anwendung? Findet Schweizer Datenschutzgesetz Anwendung oder sind wir möglicherweise im europäischen Datenschutzgesetz, wenn wir entsprechende KI-Systeme nutzen und die mit Daten auch trainieren? Es gibt die Anforderung ab 1.9. verstärkt natürlich die Informationspflicht bei der Verarbeitung von Personendaten. Sobald in die KI-Systeme Personendaten einfließen, findet eine Datenverarbeitung statt, muss eine vorherige Einwilligung erfolgen, eine vorherige Information erfolgen. Die Einwilligungspflicht bei Auslandsdatentransfer ist derzeit noch relevant, wenn der Angemessenheitsbeschluss, Kollege Rosenthal hat es ja erklärt, wenn der Angemessenheitsbeschluss durch den Bundesrat demnächst erfolgen wird, dann ist der Auslandsdatentransfer jedenfalls bis Schrems III erstmal unproblematisch. Die größten KI-Systeme stammen selbstverständlich aus Amerika. Insofern findet dann Auslandstransfer nach Amerika statt. Es gibt, gestern kam eine Meldung, ein System, wo sich zwei Unternehmen zusammengeschlossen haben, die ETH und Alpine GPT auf den Markt gebracht haben. Ein System, was dem Schweizer Datenschutzrecht entsprechen soll und damit auch kein Auslandsdatentransfer stattfindet. Wenn besonders schützenswerte Personendaten verarbeitet werden, dann ist ebenfalls eine entsprechende Einwilligungspflicht erforderlich. Und ganz interessant, die Überarbeitung des Zürcher Gesetzes über Information und Datenschutz wird auch eine Regelung zum Einsatz von KI-Systemen enthalten. Und zwar wird geregelt werden, dass alle öffentlichen Organe verpflichtet sind, den Einsatz von KI-Systemen in ein Verzeichnis einzutragen, soweit die Systeme Auswirkungen auf die Grundrechte haben können. Ein weiteres Thema, was sich bei der Frage von KI-Beschaffung stellt, ist die Frage der Haftung. Wer haftet eigentlich oder trägt die Verantwortung, wenn KI-Systeme entsprechend genutzt werden? Für die öffentliche Verwaltung nicht so relevant ist die Frage der Schlechtleistung. Im Unternehmensbereich ist die Frage der Schlechtleistung selbstverständlich eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn ein KI-System ein Ergebnis liefert, was in der Leistungsverpflichtung, nämlich nicht der Hauptleistung entspricht, sondern eine Gewährleistungsfolge ausführt? KI-System haftet sicherlich nicht. Der Mensch wird dafür haften, aber es ist eine Frage, die man dabei mit berücksichtigen muss. Auch die Frage der Offenbarungspflicht für die Nutzung von KI kann sich tatsächlich im Unternehmensbereich ergeben. Wenn der Vertragspartner davon ausgeht, dass eine Leistung von einem Menschen erschaffen wird oder hauptwesentlich von einem Menschen erschaffen wird, dann kann es sein, dass eine Offenbarungspflicht als Nebenpflicht besteht, dass man entsprechende KI-Systeme wesentlich einsetzt. Und natürlich die neue Haftung für Datenschutzverstöße, Artikel 60 fortfolgende, wenn bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten keine Information oder Einwilligung erfolgt, obwohl diese erforderlich wäre. Viel, viel spannender als Datenschutz das Urheberrecht, und zwar in zweierlei Hinblick und zweierlei Ausrichtung. Zum einen, welches Recht haben eigentlich die Trainingsdaten oder haben die Nutzung der Trainingsdaten, wenn diese Trainingsdaten entsprechend genutzt werden? Üblicherweise sind die Systeme so aufgebaut, dass die versuchen, das Internet möglichst breitflächig durchzusuchen und diese Daten dann für Trainingszwecke zu verwenden. Sie selber haben auf ihren Internetseiten eigene Fotos eingestellt, personenbezogene Daten eingestellt, immer in dem Wissen oder in der Hoffnung, dass das, was wir in den 80er oder 90er Jahren in Science Fiction gesehen haben, nicht Wirklichkeit wird. Und nun ist es Wirklichkeit. Und Ihre Daten, Ihre personenbezogenen Daten, Ihre selbst hergestellten Werke werden entsprechend von KI-Systemen genutzt, werden als Trainingsdaten entsprechend benutzt. Und die Frage, die dahinter steht, ist, dürfen die das? Die New York Times macht es so, die versucht gerade, die KI-Systeme entsprechend auszusperren. Ich glaube persönlich nicht, dass das gelingt am Ende des Tages, aber es ist jedenfalls ein spannender Versuch von der New York Times. Ein zweites Thema ist der KI-Output, der da hinten rauskommt als Ergebnis. Wer hat eigentlich das Urheberrecht daran?
jedenfalls unstrittig in der Rechtslehre, soweit ich es übersehen kann, ist, dass ein KI-System keinen Urheberrechtsschutz hat und kein Urheber ist, weil die entsprechende menschliche Schöpfungshöhe fehlt oder die menschliche Gestaltung und damit die Schöpfungshöhe fehlt. Und eine Richterin am District Court of Columbia sagt ebenfalls in dem Fall Thaler versus Perlmutter, Werke, die von künstlicher Intelligenz ohne wesentlichen oder mindestens überwiegenden menschlichen Einfluss erstellt wurden, genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Die Folgefrage ist, kann der Mensch, der eigentlich vor dem KI-System sitzt und entsprechende Prompts, Prompting heißt die Eingabe in KI-System, kann der möglicherweise Urheber eines dann aus dem KI-System entstammenden Ergebnisses sein? Da meine ich, dass das wohl der Fall sein dürfte, weil da eine Schöpfungshöhe bestehen kann, weil nämlich auch das Prompting, also die Eingabe, eine gewisse Kreativität erfordert. Sie können das mal entsprechend ausprobieren bei den entsprechenden Bildgeneratoren. Wenn Sie da nur eingeben, Mensch auf Wiese, ist das relativ unspektakulär. Sie müssen also schon in irgendeiner Weise eine Idee haben, was da hinten rauskommen soll. Und da gibt es eine Ihnen bestimmt bekannte Entscheidung des Bundesgerichts, und zwar über ein Foto von Bob Marley auf einem Konzert, wo die Frage war, ob dieses Foto Urheberrechtsschutz genießt. Und da hat das Bundesgericht gesagt, ja, das Foto genießt Urheberrechtsschutz, weil der Fotograf in dem Moment, wo er auf den Auslöser gedrückt hat, genau die Situation gesehen hat, wie Bob Marley da mit seinen Haaren auf der Bühne steht und den Kopf in einer bestimmten Richtung hat. Und deshalb hätte es Urheberrechtsschutz. Das Gleiche lässt sich meines Erachtens auch übertragen auf KI-Systeme. Interessant, das finden Sie unten gelb markiert, sind die Nutzungsbedingungen von OpenAI. Der erste Satz am Ende ist markiert, you own all input. Das ist rechtlich interessant, dass ich allen Input, dass aller Input mir gehört, weil selbstverständlich gehört nicht aller Input mir, wenn ich jetzt ein urheberrechtliches Werk, wo ich kein Nutzungsrecht habe, dort entsprechend einspeise und verwende, gehört es mir nicht, auch wenn es in den AGBs von OpenAI drinne steht. Und der zweite interessante Satz ist, dass uns aller Output gehört. Auch das ist interessant, weil, wie dargestellt, wenn die KI kein Nutzungsrecht erstellen kann oder kein Urheber ist, ist die Frage rechtlich, welches Recht wird da eigentlich übertragen, weil es jedenfalls von der KI nicht geschaffen wurde. Insofern interessante Nutzungsbedingungen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ist aber eine Fragestellung, die man bei der Beschaffung von KI-Systemen mit bedenken muss. Berufsgeheimnis, ganz kurz, weil es im öffentlichen Bereich eine Rolle spielen kann, und zwar im Hinblick, wenn Sie bei Spitälern arbeiten, als Ärzte zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass man da berufsrechtlicher Verschwiegenheit unterliegt und bei dem Einsatz von KI-Systemen besonders schützenswerte Daten idealerweise nicht ohne Einwilligung dort einspeist oder gar nicht einspeist. Ebenfalls Bußen bewährt, Artikel 62 Datenschutzgesetz, auch die Überlegung ist mit zu machen. Noch ein kleiner Ausflug in das Verwaltungsrecht. Anspruch auf rechtliches Gehör. Artikel 29 Absatz 2 der Bundesverfassung sagt, dass bei behördlichen Entscheidungen ein Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs besteht. Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Und die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts ist, dass die Pflicht der Behörde besteht, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen. Wenn Sie dafür ein KI-System verwenden, stellt sich die Frage, ob dann immer noch eine Entscheidung der Behörde vorliegt. Sie geben den Fall dort in so ein KI-System ein oder Sie haben Formulare, die automatisch aus einem KI-System ausgelesen werden, in Sozialhilfefällen, wie auch immer, wo viele Zahlen und Daten sind, und lassen dann einen Bescheid durch ein KI-System erstellen. Entspricht das dann dem Anspruch auf rechtlichem Gehör, wenn der Mitarbeiter, der Verwaltungsmitarbeiter bloß noch, nicht mal das Papier, gedanklich das Papier herauszieht, vermutlich bloß noch das Ergebnis in irgendeinem File-Format bekommt und aber selber gar nichts weiter dazu getan hat, außer die Formulare dort einzuspeisen? Ich würde eine Abfrage mal machen. Wer glaubt, dass zukünftig, Marc Steiner ist nicht da, aber wer glaubt, dass zukünftig KI-Systeme im Sinne des rechtlichen Gehörs eine Behörde sind? Einer. Eine. Interessant. Alle anderen glauben, dass auch zukünftig ein Bescheid von einer KI kein rechtliches Gehör im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wäre.
und alle anderen sind unentschieden. Das gleiche Thema oder so eine ähnliche Überlegung, verwaltungsrechtliche Überlegung, stellt sich ebenfalls bei der Ermessensausübung. Es kann im Gesetz vorgesehen sein, dass bei der Erstellung eines Bescheides oder Abfassung eines Bescheides der Behörde Ermessen eingeräumt wird. Das heißt, sie hat einen Rahmen, innerhalb dessen sich die Behörde oder der Behördenmitarbeiter entsprechend bewegen kann. Und dann gibt es unterschiedliche Ausprägungen, wie dieses Ermessen fehlerhaft ausgeübt werden kann. Zwei Fälle, die ich hier aufführe, sind der Ermessensmissbrauch und die Ermessensunterschreitung. Ein Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn die Ermessensausübung nicht pflichtgemäß erfolgte, von sachfremden Kriterien geleitet oder unmotiviert ist. Ist eine gerichtliche Entscheidung und natürlich stelle ich mir juristisch die Frage, ob die von einer KI erstellte Entscheidung Ermessensausübung nicht möglicherweise unmotiviert ist, ohne jetzt Verwaltung nahe treten zu wollen. Auch das könnte auch beim Mitarbeiter der Fall sein, selbstverständlich. Aber eine gewisse Grundmotivation kann man da doch unterstellen. Aber da könnte tatsächlich meines Erachtens, wenn rein mit KI gearbeitet wird, im Hinblick auf die Ermessensausübung ein Fehlgebrauch vorliegen oder eine Untermessensunterschreitung, wenn das Ermessen nicht vollständig ausgeübt wird. Ethische Fragen, die sich bei der Beschaffung von KI stellen. Es gibt auf der Welt unterschiedliche Moralvorstellungen, je nachdem, auf welchem Erdteil dieser Welt sie sich bewegen. In Asien zum Beispiel sind ältere Menschen mehr angesehen oder höher angesehen als jüngere Menschen. Da, wo ich herkomme, aus Europa oder aus Deutschland, ist es andersrum. Da sind ältere Menschen nicht so hoch angesehen, da sind Kinder höher angesehen. Und Sie sehen hier einen Moral Kompass. Je nachdem, in welchem Kulturkreis Sie sich bewegen, bestehen unterschiedliche Moralvorstellungen. Und natürlich kann es sein, dass die unterschiedlichen Moralvorstellungen in die Programmierung einer KI und dann auch in der entsprechenden Auswahl und Sortierung des Algorithmuses und des Ergebnisses einfließt. Und es gibt ein ganz spannendes Projekt, was Sie dann nicht während unserer Session, sondern danach heute Abend mal ausprobieren können. Und zwar ist der Versuch, mit einem selbstfahrenden Fahrzeug zu entscheiden, wen man in einer Entscheidungssituation 1:2, wen würde man eher umbringen, die Tiere oder die Menschen. Da gewinnen selbstverständlich die Menschen. Bei der Entscheidung alt versus jung fällt es entsprechend schwieriger. Aber so eine Überlegung wird man vor Anschaffung eines KI-Systems machen müssen, meines Erachtens, nach welcher Moralvorstellung dieses KI-System eigentlich arbeitet. Bei dem Einsatz von Waffensystemen, autonomen Waffensystemen, KI-Waffensystemen, hier relevant höchstwahrscheinlich für Personen, die vom VBS da sind, auch da stellen sich die ethischen Fragen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Restkontrolle muss eigentlich noch der Mensch haben oder können diese Systeme, diese KI-gesteuerten Systeme, die Auswahl auch des Ziels selbstständig machen, dürfen die das und ist das ethisch überhaupt vertretbar, weil es natürlich viel, viel schwieriger ist, als Mensch einen anderen Menschen zu töten oder auf den Knopf zu drücken oder einfach nur eine Armada von selbstfliegenden Drohnen loszuschicken und die suchen dann in irgendeinem Land aus, Hautfarbe, Haare, Bart, Menschen zu töten und nicht zu töten. Das sind jedenfalls ethische Überlegungen im Einsatz von Waffensystemen. Und natürlich, es gibt keine Ächtung von autonomen Waffensystemen, aber auch die Frage wird sich meines Erachtens früher oder später stellen. Im Bereich von Coworking stellt sich ebenfalls ethische Überlegung. Welche Auswirkungen hat es auf uns Menschen, wenn ein KI-System entscheidet, dass die von uns getroffene Entscheidung, nehmen wir den Bescheid, dass der zum Beispiel nicht ordnungsgemäß ist, weil wir irgendeine Rechtsprechung übersehen hat und das KI-System uns überhöht und sagt, du hast da etwas falsch gemacht. Das ist ein Unterschied, ob es ein System, ein Computersystem macht oder dein Vorgesetzter. Auch da die ethische Fragestellung, wie man das eigentlich ausbalancieren möchte. Die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Systemen habe ich bereits kurz erwähnt. Nur zwei Beispiele. Zum einen Social Media. Wer wählt eigentlich aus? Das sind in der Regel KI-Systeme, welche Meinung dort zugelassen wird und welche Meinung nicht zugelassen wird. Und natürlich stellt sich die Frage, ob man, weil die KI-Systeme mit Trainingsdaten arbeiten, wer sucht eigentlich die Trainingsdaten aus und stellt diese Trainingsdaten zur Verfügung? Ich kann mir Länder auf der Welt vorstellen,
ziemlich weit im Osten. Die haben höchstwahrscheinlich ein hohes Interesse daran, die KI-Systeme so zu trainieren, dass sie entsprechend vorgeben, was die KI-Systeme als Output geben sollen und was die KI-Systeme geben sollen. Auch daran wird man denken müssen, wenn man ein KI-System beschafft. Prompting überspringe ich ganz kurz, können Sie dann auf der Folie sich angucken. Ich hatte schon erwähnt, dass die Systeme Ihnen gerne eine Freude machen wollen und dass es entscheidend davon abhängt, wie man die Frage eingibt bei den entsprechenden Systemen. Man fragt also nicht, in welchen Mikrofilialen kann man Uranium kaufen, sondern man fragt es etwas offener, verkauft die Mikro Uranium, falls ja, in welcher Filiale? Und da macht uns das System die Freude und gibt uns da ein Ergebnis heraus. Um zum Abschluss zu kommen. Welche Hinweise habe ich zur Beschaffung von KI-Systemen oder worauf muss man meines Erachtens bei der Beschaffung von KI-Systemen achten und die berücksichtigen? Erstens, ich glaube, es braucht eine Transparenz für den Einsatz von KI-Systemen. Zum einen muss meines Erachtens offengelegt werden, wo die Herkunft dieser Trainingsdaten ist. Wer hat diese Trainingsdaten eingespeist? Was ist die Quelle oder der Source dieser Trainingsdaten? Und wer hat die entsprechend ausgewählt und bereitgestellt? Zweitens glaube ich, dass es eine Transparenz auch über den Algorithmus der KI-Systeme braucht, nämlich wie funktioniert dieser Algorithmus? Die Unternehmen haben selbstverständlich ein Interesse daran, es nicht offenzulegen. Aus nachvollziehbaren Gründen. Die haben da höchstwahrscheinlich hohe wirtschaftliche Interessen. Aber als öffentliche Verwaltung ist es meines Erachtens erforderlich, dass der Algorithmus jedenfalls intern bekannt wird. Idealerweise sind die KI-Systeme so, dass es entweder eine Offenlegung des Quellcodes gibt. Ich glaube nicht, dass die auf Open Source irgendwann zur Verfügung gestellt werden würden. Aber auch das könnte eine Forderung sein, dass man über den Quellcode kontrollieren kann, wie die KI-Systeme tatsächlich funktionieren. Und die Transparenz muss meines Erachtens auch im Hinblick auf den Bürger erfolgen, dass nämlich offengelegt wird, wenn ein KI-System für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung mit eingesetzt wurde oder in welchem Rahmen es eingesetzt wurde. Zweitens, es braucht meines Erachtens vor einer Ausschreibung verwaltungsinterne Guidelines zum Einsatz von KI, um daran die Spezifikationen vorzugeben, wie die Ausschreibung lautet und wie man die Ausschreibung spezifiziert. Es gibt vom Kanton Zürich eine sehr schöne Übersicht mit Checklisten, mit ethischen Triage-Checklisten und der Forderung nach Erstellung eines Transparenzberichts beim Einsatz von KI-Systemen. Da kann man durchaus reinschauen und als Handlungsanweisung die entsprechend verwenden. Und bei der Offenlegung von des Einsatzes von KI-Systemen, wenn man die Transparenz hat, wird man meines Erachtens auch in Guidelines festlegen müssen, in welchem Rahmen man diese Offenlegung entsprechend macht. Und schlussendlich wird es aus Schweizer Sicht sicher den Versuch geben müssen, dass man eine Einheitlichkeit bei der Ausschreibung versucht zu erreichen. Nicht, dass jeder Kanton unterschiedliche Grundsätze hat. Welche ethischen Grundsätze gelten jetzt in unterschiedlichen Kantonen? Wie genau nimmt man es mit der Einhaltung von Gesetzen, Urheberrecht, Datenschutzrecht? Und da meine ich, dass es gut wäre, wenn es da eine einheitliche Vorgabe gibt oder einheitliche Regeln gibt, wie man die KI-Systeme beschafft und worauf man dabei achtet. Albert Einstein, schon etwas verstorben, hat zu KI gesagt, und Sie können entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen und welches Zitat Ihnen mehr zusagt. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Das ist wohl wahr bei KI, weil es ist geheimnisvoll. Und das andere, auf der anderen Seite sagt er, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. So begrenzt wie eine KI auch ist, weil sie halt tatsächlich nur die Daten verwendet, die in sie eingespeist wurde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kohlmeier, für den interessanten Input hier an dieser Stelle. Und die Fragerunde ist eröffnet. Wer hat eine Frage an Herrn Kohlmeier? Nutzen Sie diese Chance? Niemand? Sie sind erschlagen? Hoffe ich nicht. Vielleicht eine Wissensfrage. Sie haben eben vom digitalen Fingerprint gesprochen. Können Sie uns das noch mal präzisieren, was Sie damit meinen?
Ja, meine Überlegung bezüglich des digitalen Fingerprints war, dass wenn eine Entscheidung mittels einer KI oder eines elektronischen Systems geschaffen wird, dass es dann einen digitalen Fußabdruck gibt, dass man erkennen kann, ob dieses System von einem Menschen geschaffen wurde oder ob dieses System ausschließlich von einem digitalen System erschaffen wurde. Die Schwierigkeit dabei ist selbstverständlich, dass man alles, was digital erschaffen wurde, in irgendeiner Weise auch fälschen kann. Also eine hundertprozentige Sicherheit wird man da sicherlich nicht erreichen. Aber man kann natürlich, wenn man KI-Systeme anschafft, die Vorgabe machen, dass eine entsprechende Kennzeichnung bei dem Output erfolgt. Immer wissend, dass der jederzeit auch verändert werden kann, wenn man jetzt, weil es technisch kaum möglich ist, nicht mal mit Blockchain-Möglichkeiten es so zu erschaffen, dass man es nicht ändern kann. Aber es ist jedenfalls meines Erachtens besser, als wenn es nicht gekennzeichnet ist. Ja, im Zusammenhang mit dieser Frage. Ups. So, jetzt. Im Zusammenhang mit dieser Frage, ja, habe ich irgendjemand die Ohren gebrochen? Hoffentlich nicht. In dieser Frage ist ja auch, Sie haben Haftung angesprochen und vor der Haftung kommt ja erstmal die Verantwortung und Sie haben gesagt, ja, eine Maschine kann ja keine Haftung oder Verantwortung eben übernehmen. Das ist wohl so. Auf der anderen Seite sind ja die Interaktionsbeziehungen komplex. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Benutzer einer solchen KI, die vielleicht Fragestellungen und dann Outputs bekommen. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich die Ersteller dieser Software, die dann eben bestimmte Sorgfalt auch wachsen, walten lassen müssen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie sehen Sie eigentlich Verantwortung und in der Folge allenfalls auch Haftung auch auf Seiten der Ersteller einer KI und wie realistisch ist es, diese durchzusetzen? Ich bin ein Freund von Produkthaftung, um es ehrlich zu sagen, weil derjenige, der ein Produkt auf den Markt gibt, meines Erachtens jedenfalls dem Grunde nach dafür haften muss, dass mit diesem Produkt kein Schaden angerichtet wird, dass kein Schaden für Leib, Körper und so weiter angerichtet wird. Das Problem ist bloß, und das hat der Kollege Rosenthal vorhin in seinem Vortrag gesagt, dass die großen Konzerne sich immer schadlos halten. Selbstverständlich, und das Beispiel war tatsächlich passend, Microsoft bringt ein Produkt auf den Markt oder jemand anderes und sagt, wir sind nur diejenigen, die das Produkt auf den Markt bringen. Wir können ja nichts dafür, dass die bösen Menschen mit diesem Produkt etwas Böses machen und damit einen bösen Output produzieren, gleichwohl wissend, dass die bösen Menschen nur deshalb diesen Output produzieren können, weil ihnen das entsprechende Hilfsmittel ja an die Hand gegeben wurde und bereitgestellt wurde. Deshalb, ja, ich finde, dass das eine Produkthaftungsfrage ist. Ich vermute nur, dass die Unternehmenslobby viel zu stark ist, um sowas durchzusetzen. Aus Schweizer Sicht sowieso kaum möglich, muss man jetzt mal sagen. Wenn, dann wird es ja eine europäische Lösung für so eine Fragestellung geben müssen, wo die Schweiz dann entsprechend sich mit einordnet oder unterordnet. Ich würde so etwas begrüßen, glaube aber nicht, dass es kommen wird. Okay, also hier würden sich noch eine ganze interessante Diskussion anknüpfen lassen. Allerdings sehe ich meinen unerbittlichen Timekeeper langsam auf Null zu gehen. Das ist jetzt der Fall, sodass wir leider das Thema leicht wechseln müssen. Also vielen Dank nochmal für diesen interessanten Einblick in diese schwierige Frage. Ich glaube, dem wird man sich noch weitergehend widmen müssen in naher Zukunft. Vielen Dank, also Herr Kohlmeier, für diesen Beitrag. Applaus